Hallo, willkommen zurück zum Kanal. Heute geht es um die Senderöhre RS-288 von Telefunken, von der ich zwei Varianten besitze. Einmal die wahrscheinlich Erstbauform, komplett mit einer Drahtanode. Und eine zweite Bauform in eher konventionellem Stil, die wahrscheinlich nachträglich oder anschließend gebaut wurde. Wie gesagt, die RS-288 ist eine sogenannte Kleinsignalsenderöhre mit ungefähr 8 Watt. Sie verfügt über einen fünfpoligen Europasockel, ist eine indirekt geheizte Röhre, hat eine Heizspannung von ungefähr 4 Volt bei 1,8 Ampere Heizstrom. Und hier sieht man die Beschaltung. Pin 1, Pin 3 sind die Heizung, Pin 2 ist die Anode, Pin 4 ist das zweite Steuergitter und die Kappe ist das erste Steuergitter. Wir werfen mal zuerst einen Blick auf das Datenblatt. Wie gesagt, 4 Volt Heizspannung bei 1,5 Ampere mit immer dem Hinweis, dass die Heizspannung auf plus minus 5% konstant gehalten werden muss. Hier abgebildet ist die Variante mit Drahtanode. Die Röhre verfügt auch über eine Kennlinie. Sie ist auch für den Betrieb gerade Satz zu spät statt Satz zu früh. Ich nutze diese Kennlinie als Richtlinie für den Test, und zwar die 0 Volt Steuergitterlinie bei 350 Volt Anodenspannung und 150 Volt Schirmgitterspannung sollte ungefähr einen Anodenstrom von knapp 65 Milliampere fließen. Die Röhre ist ausgelegt für kleine geringe Kapazitäten, was auch den Aufbau erklärt. Und zu dem kommen wir jetzt mal direkt als nächstes. Wie gesagt, die Originalproduktion ist mit einer Gitteranode. Also die Röhre ist somit in Klammern fast durchsichtig. Mit typischen oben Anschlusskolben von Telefunken. Der Klimascheibe als Stabilisierung des Systems. Und die Durchführung des ersten Steuergitters, welches am Kolben ausgeführt wird. Die Röhre ist von der Kriegsmarine abgenommen worden in der 51. Woche des Jahres 1942. Hier ist der Quetschfuß und der Pumpstutzen. Das ist ein Versuch, das
System etwas genauer zu fotografieren unter Umgehung der Blendung. Interessant ist eigentlich das Konstrukt aus Draht. Hier ist der Quetschfuß im Detail, inklusive dem Pumpstutzen. Hier sieht man die weiße Kathodenbeschichtung. Hier ist die Kathodenbeschichtung ein bisschen besser zu sehen. Auch das gewebte Material der Gitter bzw. der Anode. Der äußere Kasten ist übrigens das Schirmgitter, das röhrenintern auf Kathodenpotenzial gelegt ist. Das hier ist die Kühlfahne des Steuergitters. Entschuldigung, des Schirmgitters. Das hier ist die Ausführung vom Steuergitter. Hier ist nochmal der Gesamtkäfig zu sehen. Außen ist, wie gesagt, die Schirmung. Und innen ist der Anodenkäfig, beziehungsweise die Mesh-Anode, wie man ja später sagen würde. Das ist doch mal ein Detailbild des äußeren Käfigs. Das hier ist der Pumpstutzen und die Verbindung der Röhre. Hier ist die angequetschte Kathode, also der Heizer. Man sieht hier die isolierten Heizfäden, die hier gewendet werden und hier im Anoden-Kathodenröhrchen verschwinden. Jetzt nochmal die Durchführung der Steuergitters durch die Klimmerscheibe am Kopf der Röhre. Hier sind nochmal die Kühlfahnen. Muss ich mich, glaube ich, doch mal korrigieren. Das ist wirklich die Kühlfahne fürs Steuergitter. Heute ist nicht mein Tag. Hier nochmal Detailaufnahme der Durchführung der Fahne für das Steuergitter. Ist nochmal die Kühlbleche zu sehen. Das ist die Käfigkonstruktion. Hier ist der Schirmkäfig. Hier ist die Anode. Versuch einer Detailaufnahme. Das ist die Röhre. Wie gesagt, es ist schwierig, ohne Reflexionen zu fotografieren. Deshalb
bisschen was ist immer. Aber man sieht hier sehr schön den rechteckigen Schirmzylinder und den runden Anodenzylinder. Und Teile vom Quetschfuß. Hier ist übrigens die Getup-Pfanne. Das ist der Sockel von unten. Ob hier noch irgendein Symbol aufgedruckt war oder ob das ein Kreklebereste sind, ein Fragezeichen. Einige meiner Varianten der RS-288 haben einige Hoheitszeichen aufgedruckt. Und damit meine ich nicht die Kriegsmarine. Das ist die Telefunkenraute mit der Typenbezeichnung und der Seriennummer. Leider schon etwas vergriffen. Noch ein Versuch, den Käfig zu fotografieren. Das ist die Röhre im Betrieb. Man sieht das glühende Kathodenröhrchen und die diversen Gitter und Schirmungen. Das ist die erste Röhre, die ich auf dem Neuberger testen werde. Und das hier ist die zweite Röhre. Diese hat einen mehr konventionellen Röhrenaufbau, also das ist eine klassische Anode mit Massivblech. Und auch der allgemeine Aufbau der Röhre ist etwas moderner. Hier ist die Durchführung des Steuergitters an den Kolben. Hier ist der Pumpstutzen, der Quetschfuß. Das ist das Ganze von der Seite. Ich kann schon mal in die Zukunft schauen, da ich die Tests schon aufgezeichnet habe. Diese Röhre wird sich später etwas komisch verhalten. Der Anodenstrom steigt unmotiviert. Das ist nochmal eine Detailaufnahme aus dem Pumpstutzen. Und dem Quetschfuß. Sind die Heizer. Hier ist das erste Steuergitter, das hier vom Kopf der Röhre angeschlossen wird. Hier ist das zweite Steuergitter. Und hier ist das dritte Gitter, welches röhrenintern auf Kathodenpotenzial liegt. Das ist nochmal eine Detailaufnahme vom Kopf. Hoppala. Und man sieht, wie gesagt, die Kühlfahne ist am ersten Steuergitter. Das Ganze etwas von oben. Man sieht hier, dass die kupferfarbene Fahne, die zur Durchführung im Glaskolben geht. Hier nochmal ein Detail vom Quetschfuß. Hier ist der Pumpstutzen.
Und das ist die Röhre in Betrieb. Dort gibt es zwei Bilder, weil ich die Kathode hier von zwei Positionen fotografieren konnte. Einmal das der kleine Stoppel, der halt oben rausschaut, und die eigentliche Kathode, die im System hängt. Dieses Video gehört jetzt auch wieder zu den etwas chaotischeren Videos und wir machen direkt weiter. Übrigens, wer das Tatütata vermisst, das kommt gleich. So, kommen wir jetzt zur Prüfung der RS-288. Es ist 17 Uhr und 40 Minuten. Inklusive Tatütata. Wie schon angedroht, ich habe zwei Varianten rausgesucht. Eine mit der kompletten Variante mit Rad. Und eine Variante mit dem klassischen Anodenzylinder. Wer sich jetzt fragt, wieso hier die Regale so leer sind, ich bin gerade am Abstauben und neu fotografieren. Das sind die noch zu fotografierenden Röhren für das nächste Batch. So, wenn das Tatütata fertig ist, können wir auch mal weitermachen. Wie schon angesprochen, es handelt sich bei der RS-288 um eine 8 Watt Sendepentode. Das Schaltbild ist etwas unscharf. Die Beschaltung ist aber typisch. Wir haben einen fünfpoligen Europasockel. Der wird beschaltet. Pin 1 und Pin 3 ist die Heizung. Pin 2 ist die Anode. Pin 4 ist das zweite Steuergitter. Und Pin 5 ist die Kathode, da es sich hier um eine indirekt geheizte Röhre handelt. Und etwas fehlt noch, nämlich das Steuergitter 1. Das ist auf der Kappe. So, und jetzt fehlt natürlich noch was, nämlich die Röhre. Wir fangen mal an mit der Drahtvariante. So, was fehlt noch? Die Spannung natürlich. Im besagten Datenblatt ist eine Kennlinie angegeben, zwei Stück. Ich nehme die obere, nämlich Anodenspannung von 350 Volt. Und 150 Volt für das Schirmgitter. Und das Steuergitter ist auf 0 Volt. Dann sollte die Anode, der Anodenstrom ungefähr 65 Milliampere betragen. Das tun wir jetzt mal einstellen.
Konfiguration ist Standard. Messbereich V für Verstärkerröhre XX und 300 Volt im Ampermeter, Entschuldigung, 300 Milliampere im Ampermeter. Wobei ich, wie gesagt, mein digitales Ampermeter benutze. Gut, dann bauen wir mal Schritt 1. Prüfen, ob die Heizung noch Durchgang hat, weil fast wie immer die Röhren sind noch ungeprüft. Man sieht, es blickert schon vor sich hin, also die Heizung hat Durchgang. Ich brauche im Steuergitter 0 Volt. Das heißt, ich kann hier die Einstellung im Neuberger so lassen, wie sie ist, nämlich auf 0 Volt. Ich brauche 150 Volt im Schirmgitter. Ich bin jetzt im 200 Volt Messbereich. Tue jetzt hier mal grob auf 150 Volt einregeln. Muss eh gleich nachgeregelt werden. Die Anode haben wir gesagt 350 Volt. Bin ich jetzt im 500 Volt Bereich? Fokus mal mitspielt. Jetzt wie gesagt nur als Grobeinstellung. Und natürlich, was fehlt, die Heizspannung. Die Röhre ist für 4 Volt ausgelegt bei ungefähr 1,8 Ampere Heizstrom. Ich stelle jetzt hier mal die 4 Volt auch grob ein. Bin im 4 Volt Bereich. Und schalte die Heizung ein. Und man sieht natürlich, da es hier 1,8 Ampere fließen, ist die Spannung eingebrochen. Die Heizspannung. Ich kann sie nicht ganz nah regeln, ich komme nicht auf die 4 Volt ganz hoch. Das heißt, mein Analogampermeter hat gerade Maximalausschlag bekommen. Das heißt, irgendwas ist nicht ganz so, wie es sein sollte. Ich mache mal kurz Pause. So, ich habe alle Stifte kontrolliert. Es gibt eigentlich nichts, was nicht so steckt, wie es stecken sollte. Ich tippe jetzt mal ganz vorsichtig drauf, dass die Röhre interne vielleicht einen kleinen Kurzschluss zwischen Heizung und Kathode hat. Das wird aber später die Kathodenprüfung hoffentlich dann ans Licht bringen. Ich stelle mich jetzt mal auf den Standpunkt, wir machen weiter. Im schlimmsten Fall wird die Röhre in IOL geschickt, aber ich glaube ehrlich gesagt nein. Oder wie heißt es so schön? No risk, no fun. Wir haben aufgehört mit der Heizspannung, dass ich bei der 4 Volt Einstellung, Moment, ich muss natürlich die Röhre auch vorher heizen, dass ich bei der 4 Volt Einstellung nicht ganz auf die 4 Volt komme, weil die 1,8 Ampere Strom zu hoch sind. Das heißt, ich stelle jetzt die Regelung auf Rechtsanschlag, also auf den geringsten Wert und schalte auf den 6,3 Volt Bereich hoch. Ich bin jetzt im 8 Volt Messbereich für den Voltmeter und stelle jetzt hier
die 4 Volt Heizspannung korrekt ein. Warte noch kurz ein paar Sekunden, bis die Röhre geheizt ist, also die komplett geheizt ist, weil Indirektröhren haben eine etwas längere Anhaltszeit, insofern ist die Spannung nicht ganz stabil. Das sieht schön aus. So, wir brauchen unser Ampelmeter. So, wo waren wir stehen geblieben? Keine Ahnung. 0 Volt für das Steuergitter. G2 wird mit 150 Volt betrieben. Und die Anode wird mit 350 Volt betrieben. So, die Werte werden jetzt so grob eingestellt, weil ich gleich, wenn Anodenstrom fließt, und wie gesagt, im Prüfmodus K habe ich, wie gesagt, dann fließt ein Anodenstrom, also kein Anodenstrom, weil da fließt nichts. Ich weiß nicht, ob die Neuberger jetzt was überinterpretiert oder ob es einen Schluss gibt. Wenn ich jetzt hochschalte auf die anderen Elektronen, ist dieser Fehler weg. Und ich habe jetzt die Anode eingeschaltet und habe 43, irgendwas Milliampere und wir regeln jetzt mal die Spannungen nach. Wie gesagt, die Anode muss auf 350 Volt. Die ist gut eingebrochen. Ich komme auch nicht höher. In der Anode. Hundertfünfzig im G2. Und die Röhre erreicht 51,3 Milliampere Anodenstrom. Sie sollte nach Datenblatt, wie gesagt, ungefähr 65 haben. Also ich weiß nicht, wie alt die Röhre ist, also wie viele Betriebsstunden sie bereits hinter sich hat. Insofern passt der Wert mit 51, 52 einigermaßen gut. Schauen wir mal, ob wir ein schönes Bild von der Röhre in Betrieb bekommen. Mal mit Hilfsbeleuchtung. Schöne Standbilder sind auf der Webseite. Ich schaffe es mit Fokus nicht ganz. Aber jetzt kommen wir mal zur anderen Frage, nämlich die Kathodenprüfung. Ist die Röhre eventuell ein Kurzschluss zwischen Heizer und Kathode? Also wenn ich jetzt hier drücke, müsste der Anodenstrom auf 0 zurückgehen, weil die Kathode aufgetrennt wird. Das tut er auch interessanterweise. Also ist kein Kurzschluss zwischen Kathode und der Heizung.
Gehen wir mal zur Vakuumprüfung. Die ist ein bisschen auffällig, wobei man jetzt als Entschuldigung sagen muss, die Röhre ist sehr steil. Also es kann ein bisschen verfälschen. Ansonsten prüfen wir nochmal die Steuerwirkung, indem ich jetzt das Steuergitter negativ mache. Ich habe einen Ausschlag. Ich muss auch auf die Kamera hin zeigen. Entschuldigung. Ich kann die Röhre regeln. Bin jetzt bei minus 10 Volt im Steuergitter. Also die Röhre lässt sich regeln. Das ist bei 0 Volt. Also stellen wir mal fest, die Röhre funktioniert. Prüfen wir jetzt mal noch die zweite. Ich habe ja noch die andere Variante. Die stecken wir auf dieselben Einstellungen. Und stellen fest, dass die Röhre heiß ist. Immer dasselbe Spiel mit dem schrecklichen Europasockel. Die Heizung hat Durchgang. Geht langsam auf die 4 Volt. Bleibt stabil. Auch die hat interessanterweise einen Ausschlag bei der Kathodenprüfung. Wenn ich jetzt auf die Steuergitter gehe, ist der Ausschlag weg. Und die Röhre hat schon einen etwas höheren Anodenstrom. Das heißt, wir regeln jetzt mal die Spannungen nach. Und die Röhre ist mit 82 Milliampere relativ gut im Rennen. Ist etwas stärker als das Datenblatt. In Anode
150 im Steuergitter. Tendenz steigend. Das war jetzt etwas zu viel des Guten. Stellen wir noch mal im Leerlauf 150. Und 350. Fokus nervt mich. So 350 und 150. Und auf geht's. 62. Gesunder Wert. Tun wir noch mal nachregeln. G2 hat mich so hoch geschossen. Das G2 hat mich so hoch geschossen. Regeln wir die Anode jetzt auf 350. Ich habe 350 in der Anode und im Steuergitter 2 und habe 54 mA. Ist gelogen, ich habe 110, ich bin auf die 152 Volt Bereich. Wenn ich jetzt hochregle auf die 150, Richtung 150, steigt mein Anodenstrom. Kommen wir mal auf End of the Line. Und ich habe stabil 118 mA. Bei eingebrochenen Anodenspannung steigend, da ist mir jetzt die Messung ein bisschen zu weit. Ich mache mal noch mal die Rücksetzung auf die Startwerte von vorhin. Das ist mein Anodenstrom, die Vakuumtests mache mit 100 Volt, so 100.
den kleinsten, den ich geschafft habe. 110 war es, glaube ich. Bei 350 in der Anode. Das sind jetzt 51 mA. Jetzt mache ich die Kathodenprüfung. Die verhält sich normal. Jetzt die Vakuumprüfung. Die verhält sich ähnlich wie die andere Röhre. Wie gesagt, die Röhre ist sehr steil, also ich kann jetzt nicht sagen, ob das Vakuum wirklich okay ist oder ob die es einen Vakuumfehler gibt. Weil der Anodenstrom ist etwas zu hoch bei den Einstellungen. Der Tüterter im Hintergrund. Prüfen wir mal. So, der Tüterter ist fertig. Prüfen wir mal das Steuergitter, ob die Regelung da ist, wenn ich jetzt eine negative Spannung einstelle. Ja, das funktioniert, wie es soll. Jo. Die zweite Röhre ist so ein bisschen Fragezeichen. Trotzdem mal probieren, Nachtaufnahme zu machen. Insofern würde ich mich jetzt auf den Standpunkt stellen, dass die erste Röhre gut ist und die ein bisschen fraglich. Ich habe noch drei andere Varianten der RS-288, die ich aber jetzt bergmännisch abbauen müsste, weil die sind in meinen Stapeln. Lassen wir es gut sein. Die bekommt in der Datenbank ein kleines Fragezeichen und heute mal wieder ein bisschen chaotisches Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald. Draußen ist gerade ein Traum vorbeigefahren.